Okay, das Cover hat mich echt verwirrt und ich bin mit komplett anderen Erwartungen an das Spiel herangegangen. Das Cover sieht irgendwie nach einem soliden Action-Plattformer aus, das etwas in die Kante von Shinobi schlägt. Aber es erwartet euch ein ganz anderes Spielprinzip. Was genau? Lasst uns das Ganze doch mal näher anschauen. Was taugt Dragon Crystal für den Game Gear heute noch? Das Spiel wurde von Sega selbst entwickelt und auch 1991 bei uns veröffentlicht. Ebenso erschien es auch auf dem Master System, allerdings nicht in Amerika und in Japan. Wenn ihr das Spiel auf einem modernen System zocken wollt, könnt ihr es auf der virtuellen Konsole des 3DS kaufen. Eine Story hat das Spiel leider quasi nicht, was allerdings auch nicht weiter stört, da das Gameplay hier das Wichtigste ist. Dragon Crystal ist ein Roguelike, was sich auf die Basics des Genres beschränkt. In den Leveln seid ihr dabei erst einmal komplett orientierungslos. Alles ist voll mit der jeweiligen Levelbegrenzung. Die sind nach optischer Vielfalt zum Beispiel Bäume oder Sonnenblumen. Erst wenn ihr gegen diese Wände läuft, seht ihr, ob dort ein Durchgang ist oder doch nur eine Wand. Auf diese Weise lauft ihr dann immer an den Begrenzungen entlang und erschließt euch so die Gebiete. Ihr stoßt dabei aber natürlich nicht nur auf Durchgänge, sondern auch schon mal auf große Räume oder den Levelausgang. Letzteres gibt es natürlich immer nur einmal. Insgesamt erwarten euch 30 verschiedene Levelgebiete. Leider gibt es in diesen keine Übersichtskarte oder ähnliches. Das ist aber noch verschmerzbar, da die Gebiete jetzt nicht allzu riesig sind. In den großen Räumen lauern dann meistens Gegner und Gegenstände auf euch. Die Kämpfe laufen dabei sehr, sehr simpel ab. Ist einer der Fiesdinge im Feld nebenan, drückt ihr mit dem Steuerkreuz einfach in die Richtung und so wird rundenweise der Kampf ausgetragen. Ihr schlagt, dann der Gegner, dann wieder ihr und so weiter. Neben den Gegnern findet ihr aber natürlich auch Gegenstände, wie zum Beispiel neue Waffen, Rüstung und Tränke. Die müsst ihr dann im Inventar ganz einfach ausrüsten bzw. benutzen und so geht ihr in den nächsten Kampf besser vorbereitet rein. Dabei habt ihr aber auch meistens ein Zufallsprinzip dabei. Ihr wisst zum Beispiel im Vorfeld nicht, was genau dieser Trank macht. Heilt er euch oder seid ihr danach paralysiert? Probiert es einfach aus. Die Dinger sind nur in verschiedenen Farben unterteilt und so müsst ihr erst erforschen, was die Farben zu bedeuten haben. Natürlich sammelt ihr auf euren Erkundungstouren auch Erfahrungspunkte. Die Levelaufstiege gestalten sich dabei aber sehr rudimentär, da ihr keine Fähigkeiten verteilen könnt oder ähnliches. Ihr werdet halt einfach stärker. Wie für ein Roguelike üblich ist das Spiel zu Ende, wenn ihr sterbt. Außer ihr habt genug Geld angesammelt, um euch wiederzubeleben. Was die Technik angeht, naja, ihr seht es ja selbst. Die ist jetzt nicht wirklich gut gealtert, aber für die Systemverhältnisse recht solide. Alles ist natürlich eher zweckmäßig gestaltet und Animationen sind quasi nicht vorhanden. Hier konnte auch damals echt mehr gemacht worden sein. Der Sound ist noch schlechter geraten. Sehr, sehr auf das Wesentliche beschränkt. Aber immerhin tut er nicht in den Ohren weh und untermalt das Spielgeschehen passend. Was taugt Dragon Crystal für den Game Gear heute noch? Es ist auf jeden Fall ein solides Spiel. Es ist jetzt nichts Besonderes, aber eben ein einfaches, frühes Roguelike, das sich auf die Basics beschränkt. Es macht nichts großartig falsch, hätte aber auch gerne etwas mehr Tiefe gebraucht. Fans des Genres können hier mal einen Blick riskieren, der Rest hat nicht allzu viel verpasst. Das war der Test zu Dragon Crystal für den Game Gear. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist und ansonsten hören oder sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut! Tschüss.